Guten Morgen, liebe Gemeinde. Ich wünsche uns den Frieden und Segen Gottes. Wir rufen, komm. Wer ruft und wohin sollen wir kommen? Oder wer soll wohin kommen? In der Bibel sind oft Zahlen wichtig. Und die Bibel hat ein paar Zahlen, die öfter vorkommen. 3, 7 oder 40 und so weiter. Wenn wir unserem Text, den Vers, den Abschnitt, den Dwayne schon gelesen hat, den letzten Vers lesen, Vers 17, dann steht da dreimal das Wort komm. Und wir wollen anschauen und sehen, an wen dieses Komm gerichtet ist und was das bedeutet. Die Wissenschaft sagt, dass ein Mensch nach einem Tag ohne Wasser schon ziemlich schlecht dran ist. Und besonders im Chaco, wenn es sehr heiß ist, dann wissen wir, wenn wir eine längere Zeit nicht Wasser oder Flüssigkeit zu uns nehmen, dann fängt es an, schwer zu tun. Mit der Arbeit, mit dem Denken und mit vieles mehr. Aber nach 3 Tagen sind die Überlebenschancen schon ziemlich schlecht. So, wir brauchen unbedingt jeden Tag, jede Stunde Wasser, damit wir überleben können, damit wir leben können. Also nach 3 Tagen sieht es bei uns Menschen nicht gut aus, wenn wir ohne Wasser leben, ohne Flüssigkeit zu uns nehmen. Unser Text spricht 3-mal von das Wörtchen komm. Das erste Komm sprechen die Braut und die Gemeinde und es ist an Jesus gerichtet, dass Jesus wiederkommen soll. Komm. Das zweite sind die Personen, die das erste Komm hören. Wir könnten sagen, die Personen, die in der Gemeinde sind, die das erste Komm hören und auch die Christen, könnten wir sagen, sagen, komm, Jesus, komm. Das dritte Komm ist nicht an Jesus gerichtet, sondern an den Sünder. An dem, der dieses Wasser, das ewige Wasser, noch nicht angenommen hat. Der noch in Sünde lebt und der, für den das Geschenk noch da ist. Also das erste ist, die Braut und die Gemeinde rufen, komm. Komm, Jesus, komm heute. Wie können wir dieses von Herzen rufen als Gemeinde? Komm, Jesus, komm heute und mach dieser sündigen Welt ein Ende. Oder wollen wir dies Komm nicht ausrufen, weil wir es so gemütlich haben hier in unserer Mitte? Wollen wir wirklich Komm rufen und damit rechnen, dass Jesus heute wiederkommen kann? Wie kann diese Wartezeit aussehen für uns als Gemeinde, bis Jesus wiederkommt? Und dazu möchte ich uns ein paar Verse aus Matthäus 5, 13 bis 16 lesen. Da steht so geschrieben, ihr seid das Salz der Erde. Wenn nun das Salz nicht mehr salzt, womit soll man salzen? Es ist zu nichts mehr Nütze, als dass man es wegschüttet und lässt es von den Leuten zertreten. 14 sagt, ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berg liegt, nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter, so leuchtet es allen, die im Hause sind. Und Vers 16, so lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie euren guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Haben wir genau hingehört? Es heißt da, ihr sollt das Salz der Erde sein oder ihr sollt das Licht der Welt sein. Nein, hier steht, ihr seid das Licht der Welt. Ihr seid das Salz dieser Erde. Es ist keine Aufforderung, sondern es ist eine Bestätigung, dass wir als Gemeinde das Salz und das Licht der Erde sind. Wir werden es nicht sein oder wir sollen es nicht sein, sondern ihr seid es. Wir sind es. Die christliche Gemeinde, wir alle, wir sind das Licht der Welt. Und oft hören wir, wir sollen das Licht der Welt sein. Wenn wir es sollen, könnten wir fragen, sind wir das da noch nicht? Sind wir nicht Licht und Salz dieser Erde?
Wir sollten uns hüten davor, aus dem Ihr Seid ein Ihr Sollt zu machen, das Evangelium in einem Gesetz zu verkehren und Lasten auflegen, wo das Evangelium eigentlich Lasten abnimmt. Sonst hieße es ja Licht der Welt sein. Wenn wir dieses sind, dann stellen wir uns das vielleicht vor, dass wir irgendein Programm haben müssen, um diese Probleme dieser Welt lösen zu können, um Kräfte zu haben, auch dieses Programm auszuführen. Und davon spricht Jesus nicht. Zu seiner Zeit sprach man viel davon, Licht sein oder dass man, zum Beispiel der Kaiser in Rom machte Friedenspolitik, die auf den Schwertern seiner Soldaten beruhte. Die Zeloten in Palästina machten im Namen Gottes eine revolutionäre Politik der Befreiung und des Aufstandes. Die Philosophen entwarfen die Programme eines ewigen Friedensstaates. Und nichts blieb bestehen. Wenn wir dann die Bergpredigt lesen mit denen unseren Worten, die hier in Matthäus geschrieben steht, anfangt, finden wir dieser Gleichen überhaupt nicht. Sondern Licht der Welt ist seine Gemeinde nicht deshalb, weil wir alles können, weil wir alle Probleme lösen könnten oder keine Probleme besessen in dieser Gemeinde. Aber wie können wir dann Licht und Salz sein? Wie können wir als Gemeinde zu der Welt sagen, komm, es gibt etwas Besseres, als die Welt es bieten kann? Die Antwort gibt der letzte Vers unseres Textes in Matthäus. Lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie euren guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Darin sind wir das Licht der Welt. Darin sind wir Salz für diese Welt. Versöhnung mit dem Bruder, Versöhnungsbereitschaft auch gegenüber unseren Feinden, Treue gegenüber unseren Nächsten, Treue gegenüber unseren Ehepartnern, Wahrhaftigkeit in unseren Worten, Demut beweisen in der Gemeinde, Sorglosigkeit in den Dingen dieser Welt, Verzicht auf Vergeltung von Bösem mit Bösem, Fröhlichkeit und Frieden, Dankbarkeit und Zuversicht bestimmen ein Leben, das aus der Gnade lebt. Versöhnlich, wahrhaftig, frei und demütig und bereit, um Christi willen Leid zu ertragen, wenn es sein muss. Wir Christen müssen uns wahrscheinlich je länger, desto mehr daran gewöhnen, das Wort und Leben wieder als Einheit zu sehen, damit wir tatsächlich sind, was wir sagen, damit wir tatsächlich sind, was Gottes Willen entspricht. Das Licht der Welt in einer Welt, die nicht mehr christlich ist, aber Christus braucht. Wir sind das Licht der Welt und wir dürfen sein, was wir sind, denn wir dürfen aus der Gnade Gottes leben, alle Sorgen auf ihn werfend, fröhlich, gelassen, demütig und liebevoll. Die Gemeinde soll rufen, komm. Weshalb? Dass Jesus wiederkommen soll. Und wenn der Einzelne, wenn du es hörst, dann rufe auch, komm. Das ist mein zweiter Punkt. Der einzelne Christ ruft, komm, Jesus, komm. Bist du persönlich bereit für die Wiederkunft Jesu? Und ich freue mich, wenn du dieses mit Ja beantwortest. Und wenn ja, dann wie kann dieses Warten in unserem persönlichen Leben aussehen? Wie können wir warten in der Hoffnung darauf, dass Jesus wiederkommen wird? Dazu möchte ich uns aus Epheser einen Text lesen, 5:15 bis 20. Da steht so geschrieben: So seht nun sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt, nicht als Unweise, sondern als Weise. Und kauft die Zeit aus, denn es ist böse Zeit. Darum werdet nicht unverständig, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Und sauft euch nicht voll Wein, woraus ein unordentliches Wesen folgt, sondern lasst euch vom Geist erfüllen. Ermuntert einander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern. Singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen und sagt Dank Gott, dem Vater, alle Zeit für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus.
Wir brauchen nur das Fernsehen anzuschalten, im Handy reinzuschauen und wir sehen die Nachrichten aus der Welt. Man hört unter anderem Berichte von Kriegen, Bomben, Vergewaltigungen, Hunger, Umweltzerstörung, Krankheiten, Seuchen, Ausbeutung und so weiter. Aber nicht nur in der weiten Welt, leider nicht, sondern auch schon hier in unserem engeren Lebenskreis gibt es Schlägereien, gibt es Vergewaltigungen, Diebstahl, Betrug, Mord, Kinder ohne Frühstück oder ohne richtiges Essen, oft betrunkene Jugendlichen, die ihr Leben zerstören. Andere werden mit Leistungsdruck gequält, damit sie etwas Besonderes werden. Erwachsene, die gierig immer mehr wollen an Geld, Ansehen, Besitz und nur ihren eigenen Vorteil im Auge haben oder vielleicht unsere Bequemlichkeit. Das Böse ist da. Wir können es nicht vertuschen. Wir können es nicht bedecken. Und wie schnell kann man dann vom richtigen Weg abkommen? Wer weiß noch, worauf es wirklich ankommt? Wollt wie noch, was wirklich wichtig ist in diesem Leben? Dreht sich uns Leben um uns? Oder dreht sich uns Leben um Jesus? Ich möchte eine kleine Geschichte lesen und die Geschichte heißt Die verkaufte Sonne. Die Geschichte spielt in einer kleinen Stadt. Die Leute waren nett und hatten alles, was man braucht. Häuser, Kleidung, Essen, Autos etc., noch viel mehr. Sie hatten nur einen Fehler. Und was war das? Sie wollten immer mehr und mehr von allem, was so angeboten wurde. An Reisen, Alkohol, Partys, Gärten, Spielsachen, Vergnügen und so weiter. Da sie nicht alles bezahlen konnten, beschlossen sie eines Tages, die Sonne zu verkaufen. Sie sagten sich, dann haben wir so viel Geld, dass wir uns alles kaufen können. Aber die Folge war, und sie hatten nicht daran gedacht, dass es Tag und Nacht dunkel war. Es wuchs nichts mehr, keine Blumen, Gräser, Bäume. Und das Leben starb. Die Leute wurden gereizt, sie stritten sich und wurden immer unzufriedener, weil es dunkel war. Sahen sie nicht mehr den richtigen Weg für sich und gegenseitig konnten sie sich nicht mehr richtig wahrnehmen und erkennen. Da erinnerten sie sich, oder einige zumindest, früher, da hat uns die Sonne das Leben hell gemacht. Wie schön wäre es, wenn wir wieder eine Sonne hätten. Doch was sollen wir jetzt machen? Keiner wollte ihnen eine Sonne wieder verkaufen und selber bauen, konnten sie auch keine. So blieben sie lange Zeit weiter in der Dunkelheit, bis eines Tages eine große Unruhe in der Stadt herrschte. Es hieß, da ist ein Fremder in der Stadt, der will uns eine Sonne schenken, nicht verkaufen, schenken. Als die Leute das hörten, bekamen viele Angst, dass sie dann alles wieder hergeben müssten, was sie sich gekauft hatten, von dem Geld, von dem Verkauf der Sonne. Einige sagten, das ist doch Spinnerei. Das gibt es im Leben nicht. Andere dagegen dachten, vielleicht stimmt das ja. Und sie gingen hin und merkten, dass es wahr ist. Und sie ließen sich eine kleine Sonne schenken und es wurde wieder hell in ihrem Leben. Soweit die Geschichte. Das ist unser Leben. Und die Sonne ist Jesus Christus. Wir brauchen ihn. In dieser Wartezeit, wir brauchen sein Licht, um in seinem Licht unser Leben zu ordnen und zu sortieren, zu fragen, was ist wichtig und was ist unwichtig? Was hat Ewigkeitswert und was nicht? In welchem Licht wollen wir es sonst tun? Im Licht des Geldes, der Anerkennung, was man tut und sagt, oder im eigenen Licht? Im Licht Jesu erkennen wir den Weg, wir sehen die Hindernisse und im Licht Jesu erfahren wir Geborgenheit und Wärme, genau wie die Sonne es uns schenkt. Bei ihm sind wir sicher, wir werden geliebt, wir werden getragen. Nichts auf der Welt kann uns das so sehr und so sicher geben als das Licht Jesu. Wir sehen und wir erkennen den Weg, wir sehen die Hindernisse, die Abgründe, die Gefahren und können den richtigen Weg gehen, wenn wir im Licht Jesu gehen. Im Licht Jesu können wir sein Licht ausstrahlen und etwas von dem weitergeben, das ich und du mit Jesus erlebt haben, wo Jesus uns
geleuchtet hat, uns den Weg gezeigt hat, dieses können wir weitersagen, dieses können wir ausstrahlen. Und deshalb ermahnt uns Paulus hier in Epheser, achtet auf eure Lebensweise. Es ist nicht egal, wie wir leben, wie wir es gestalten, womit wir die Zeit füllen, womit wir unsere Seele verderben oder von welchen Dingen wir uns beeinflussen lassen. Lasst euch vom Geist Gottes erfüllen, ruft uns Paulus zu. Wir müssen uns bewusst machen, dass wir immer von irgendeinem Geist, von irgendwem beeinflusst werden. Erfolg, Karriere, Sucht, Egoismus und weiter, noch viele mehr. Das Beste, was uns prägen kann, ist der Geist Gottes. Ermutigt euch, sagt uns die Bibel, mit biblischen Inhalten, mit Psalmen, mit Lobgesängen, auf dem richtigen Weg zu bleiben und seid Gott gegenüber dankbar für alles. Denn wenn wir für etwas danken, dann machen wir deutlich, dass es uns wichtig ist, dass es kostbar ist. Deshalb können wir rufen, komm, Jesus, komm heute, weil wir diese böse Welt nicht mehr ertragen. Somit komme ich zum dritten Komm. Das dritte ist nicht an Jesus gerichtet, wie ich am Anfang sagte, sondern an den Sünder gerichtet. An denen, die sich noch nicht entschieden haben, Jesus nachzufolgen. Denen sollen wir als Gemeinde, denen sollen wir als einzelne Christen zurufen, komm, komm, es gibt etwas Besseres, als diese Welt dir bieten kann. Und auch ich möchte dich zurufen, komm, komm zu Jesus. Vielleicht fragst du dich, warum sollte ich mich bekehren? Warum sollte ich Jesus nachfolgen, ihn annehmen? Ganz einfach, Römer 6, 23 sagt, der Lohn der Sünde ist der Tod und aus diesem Tod kannst du dir nicht selber erretten oder retten. Auch nicht die Gebete von deinen Eltern, sondern einzig alleine, dass du das Blut von unserem Herrn Jesus Christus annimmst, dass du dieses Wasser, das umsonst ist, wie es Offenbarung sagt, annimmst und trinkst und dich verändern lässt von Jesus Christus. Wie kann dieses aussehen? Wie uns der Text schon sagte, das Wasser ist umsonst. Diese Errettung ist ein Geschenk von Gott und man kann es nur alleine durch den Glauben an Jesus erhalten. Die Bibel lehrt uns, dass Christus der einzige Weg zu Gott, zum ewigen Leben ist. In Römer 10, 9 bis 11 sagt die Bibel, wie wir errettet werden und das ewige Leben haben können. Wenn wir in unserem Herzen glauben, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist, ist Gott und Gott ihn von den Toten auferweckt hat und du mit deinem Mund dieses Bekennen tust, dass Jesus der Herr und Retter ist. Wenn wir Jesus bekennen als unseren Retter, ist es wichtig, dass wir die Gemeinschaft mit anderen Christen suchen, dass wir uns taufen lassen und in seiner Gemeinde uns anschließen. Wir als Gemeinde bieten auch wieder einen Taufkursus an und wenn du noch nicht getauft bist, dann ermutige ich dich, komm, nimm dieses Geschenk an, lass dich von Jesus erfüllen, verändern und lass dich taufen. Die Ewigkeit ist nahe und dauert ewig. Die Ewigkeit ist nahe und dauert ewig. Ich fasse kurz zusammen. Das erste Komm ist der gemeinschaftliche Ruf, Ausruf an unserem Herrn Jesus Christus. Als Gemeinde rufen wir, komm, damit Jesus seine Braut, die Gemeinde, zu sich ruft in der Ewigkeit. Das zweite Komm soll jeder Einzelne von uns ausrufen. Komm, Jesus, komm heute. Und in dieser Wartezeit sollen wir weise leben. In dieser Wartezeit sollen wir uns an Jesus Christus ein Vorbild nehmen und unsere Wartezeit sinnvoll ausleben, hinführend zur Ewigkeit. Das dritte Komm rufen wir denen zu, wir alle, die noch in der Dunkelheit leben. Entscheidet euch heute für Jesus. Morgen kann es zu spät sein. Das Leben ist kurz, o Mensch, sei weise. Lasst uns beten. Vater im Himmel, durch deinen Sohn Jesus Christus kommen wir vor dein Angesicht. Wir wollen dir danken, wir wollen dir anbeten.
Jesus, wir wollen als Gemeinde rufen, komm, komm heute wieder. Wir vertragen uns nicht mit der bösen Welt und wir wollen bei dir in der Ewigkeit sein. Vater im Himmel, schenk, dass ein jeder, der hier in diesem Raum ist, dieses mit aufrichtigem Herzen rufen kann. Komm, Jesus, komm wieder. Wir warten auf dich, wir erwarten dich. Und wenn hier noch Personen sind, die nicht eine Entscheidung getroffen haben, dann berühre ihre Herzen und lass, dass dieses Kommen, dass dieser Ruf nicht an ihnen vorbeigeht. Segne uns im Nachdenken und vor allem in dieser Wartezeit, dass wir weise leben können und dass wir uns auf die Ewigkeit vorbereiten. In deinem Namen. Amen.